Wenn ich mich als Mensch selbst versuche zu verstehen, dann habe ich immer eine große Angst und diese Angst ist, Planbarkeit zu verlieren, also Unsicherheit in Zukunft zu sehen. Und mit den Megatrends ist es so, dass uns dabei erlaubt wird, Dinge vor uns zu sehen, die einen gewissen starken Charakter schon haben und damit weniger Unsicherheit erzeugen. Insbesondere jetzt in dieser Zeit wird spürbar, dass diese drei Dinge, Digitalisierung, Leadership und Lernen, extrem nah beieinander liegen und nicht separat gedacht werden können. Und das Besondere ist auch, dass Organisationen jetzt erst lernen, wie sie sich darauf einstellen, denn hier liegen definitiv Potenziale in der Zukunft, wie wir sie bisher noch nicht gelernt haben, zu heben. Knowledge is becoming open. It's about matchmaking. What's the need? What's the competence? And I want and I can offer is a question that will become so daily routine for you, I swear. I'm not an HR professional, but if we're talking about these generations coming up, they will demand that question, what job title they have. That doesn't matter. They have a competence coming from their last jobs, and they had 5 of them, and they did a good job. They want to stick on that competence. They want to grow on that competence. Ich glaube, die große Belohnung beim Vorträge halten hat 2 Punkte. Das eine ist, man ist sehr stark aufgefordert, sich in Bereichen zu bewegen, die im Alltag eigentlich nicht so sehr Raum haben. Und das Zweite ist auch, unmittelbar an Leuten dran zu sein und im besten Fall natürlich etwas auszulösen, das sie wirklich ein Stück weiterbringt. It will take more effort to keep these talents, definitely. My short answer before was, be the best host available. Provide them with everything that's possible for you, but also support them to grow with everything you have. Since money is really becoming a kind of commodity for many people, what remains then? Growth, personal growth. Die Inspiration für die eigenen Vorträge nehme ich eigentlich einerseits natürlich aus der Problemstellung selbst und auf der anderen Seite auch aus der Idee, dass Dinge neu entwickelt werden können, abseits davon, was uns eigentlich möglich erscheint. Und das ist gleichzeitig Treiber für eine sehr starke Energie, weil du bist dann in der Situation, dass du wirklich alles ändern kannst, das zu ändern wäre. Und das bringt einen schon in eine sehr neue und sehr beflügelte Situation.